Zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen empfiehlt sich der Einsatz von Thermodübeln. Zunächst wird das Loch für den Dübel mit ausreichender Verankerungstiefe vorgebohrt. Der thermisch entkoppelte Thermodübel wird maschinell in den Dämmstoff versenkt. Dabei bestimmt das Aufsatzwerkzeug die exakte Einbohrtiefe. Zuletzt wird die Polystyrolrondelle in die Dübeltellervertiefung eingesetzt. Das verhindert ein nachträgliches Abzeichnen der Dübel an der Fassade. Zur Befestigung von Bauteilen auf dem Wärmedämmverbundsystem müssen spezielle Montageelemente angebracht werden. Zunächst wird eine entsprechende Aussparung in die Dämmplatte gefräst bzw. ausgeschnitten. Danach wird die Aussparung mit PU-Kleber versehen und das Montageelement kann in die Aussparung eingelegt werden. Auf diese Art können später Bauteile wie Briefkasten, Lampen, Geländer, Jalousien etc. unkompliziert auf dem Wärmedämmverbundsystem befestigt werden. Hier gibt es für jedes Bauteil ein angemessenes Montageelement. Zum rationellen Abdecken der Fensterfläche wird die Abdeckfolie einfach auf das Selbstklebeband der Anputzleiste geklebt. Vor der Flächenarmierung werden die Eckbereiche ausgebildet. Die Armierungsmasse wird an den Kanten aufgespachtelt und der Gewebewinkel mit einer Eckenkelle in die Armierungsmasse eingedrückt. Das Gewebe der Anputzleiste wird mit dem Gewebe des Gewebewinkels vollflächig in die Armierungsmasse eingebettet. Bei einem Anschluss an eine Attika-Abdeckung wird ein Attika-Profil mit integriertem Glasfasergewebe gesetzt. So kann ein späterer Putzabriss an der Blechabdeckung der Attika vermieden werden. Ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Dämmsystem ist somit auch ausgeschlossen. Zur wärmebrückenfreien Kantenausbildung bei zurückspringenden Sockeldämmungen und zur gezielten Abführung des Niederschlagwassers wird das Sockelprofil mit der Armierungsmasse befestigt. Zur Verbindung der einzelnen Sockelprofilsegmente wird ein Sockelleistenverbinder verwendet, der bedarfsgerecht zugeschnitten wird. Die Verbinderzuschnitte sollten mindestens so lang sein wie die sichtbare Breite der Sockelprofilunterseite. Im Stoßbereich ist das integrierte Glasfasergewebe 10 cm zu überlappen. Das Profil dient ferner auch dem Schutz der Sockelkante vor Stoßbelastungen. Die Armierungsmasse wird ganzflächig aufgespachtelt. Das Glasfasergewebe wird nun in die noch feuchte Armierungsmasse eingebettet. Auch hier müssen die Gewebebahnen mindestens 10 cm überlappen. Wichtig! Die Armierungsmasse muss das Glasfasergewebe vollständig überdecken. Entlang der Kanten wird das Glasfasergewebe im Winkel von 45 Grad mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
Die Fläche kann bei Bedarf nochmals nachgeglättet werden. Schlussendlich wird auch auf dem Sockel die Armierungsmasse aufgetragen und anschließend das Armierungsgewebe eingebettet. Als letzter Arbeitsgang erfolgt das Aufziehen und Strukturieren des Oberputzes. Nachdem die Schlussbeschichtung fertiggestellt ist, kann die Schutzfolie an den Fenstern und die Abbruchkante der Anputzleiste entfernt sowie die Schutzfolie der Fensterbank abgezogen werden. Im Sockelbereich muss vor der Schlussbeschichtung ein organischer Feuchtigkeitsschutz aufgestrichen werden. Nachdem im Anschluss der Putzgrund aufgetragen wurde, erfolgt das Aufziehen und Strukturieren des Oberputzes. Werden alle Detaillösungen und Arbeitsschritte einwandfrei und gewissenhaft ausgeführt, hat der Kunde oder der Bauherr lange Zeit Freude mit den guten Ergebnissen unserer Arbeit.